Rose Bamberg TV. Pressekonferenz. Nachholspiel des vierten Spieltags in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Rose Bamberg gewinnt mit 79-74 gegen die Eisbären Bremerhaven. Schönen guten Abend zur offiziellen Pressekonferenz. Zu meiner Rechten der Head Coach der Gäste, Sebastian Machowski. Coach, Ihr Statement zum Spiel bitte. Danke. Erstmal Glückwunsch an Coach Trinkieri und sein Team zu diesem Sieg. Nichtsdestotrotz möchte ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen für den Auftritt hier heute. Was vielleicht merkwürdig klingt bei einer Niederlage. Aber wer sich das Spiel am Samstag in Frankfurt angeguckt hat, der kann meine Gefühlswelt an der Stelle verstehen. Wenn wir da so gespielt hätten wie heute, hätten wir sicherlich auch um den Sieg mitgespielt. So wie auch heute hier, denke ich, auch wenn das Ergebnis am Ende mit 5 Punkten doch klar genug war, um uns außer Reichweite zu halten. Wir haben einen guten Rhythmus gefunden von Beginn an in dieses Spiel. Wir haben die Dinge umgesetzt, die wir uns mit einer halben Stunde Training, mit einem Tag Vorbereitung vorgenommen haben. Wir haben die Dinge umgesetzt, die uns zumindest offensiv in einem Rhythmus gehalten haben. Defensiv hatten wir Schwierigkeiten, deren Musli vom Korb wegzuhalten. Haben uns daran ein bisschen abgearbeitet, einige Fouls abgegeben, ein paar Mal in die Freiwurflinie geschickt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gut dagegen gehalten haben und auch verdient mit einer Führung in die Pause gegangen sind. Wer sich dann allerdings das Ergebnis des vierten Viertels anschaut, das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, die 19-11 Wertung, mit der wir das vierte Viertel abgegeben haben. Wir waren am Ende ein bisschen kraftlos. Jordan Hals hat 1-2 Bälle weggeworfen, etwas untypisch. Aber auch bei ihm, wie bei dem Rest der Mannschaft, war zu sehen, dass wir es eben nicht gewohnt sind, Back-to-Back zu spielen, wie die Bamberger das hier beeindruckenderweise Woche für Woche abspulen. Also insofern nochmal Glückwunsch und Kompliment. Danke. Danke, Coach. Fragen Ihrerseits an den Gästetrainer? Wenn ihm nicht der Fall ist, dann gute Heimfahrt. Bis demnächst. Dankeschön. Zweiter Teil mit Andrea Trinkieri in wenigen Minuten. Willkommen zurück. Zweiter Teil, Andrea Trinkieri. Dein Statement bitte. Oh. My experience says that usually when you give almost 78% at the end of the third quarter from the three-point line, you lose games. The good thing is that we found a way to win this game, to put our effort, and at the end to come strong in the fourth quarter and to win a very tough game. They were hitting unbelievable shots, very difficult shots, but the problem is that we start bad on their three-point shooting, and then we make them feel good and comfortable, and when you play against team of shooters, if they start to score, it's very hard to stop them. But we are talking about a win. We have 4 foreigners out, and we play a solid game. Again, Luka was unbelievable. Offense, defense, 5 rebounds. Daniel put a great game. Maud and Ricky, ups and downs. And the big were good. Dejan, Og, and Leon. Leon played 4 in our fourth quarter to play very big. And let's say that we have to move on. Dankeschön. Fragen Ihrerseits? Bertram Wagner. Do you expect such a hard game today? I expect a hard game every time, but I watched their game with Frankfurt, and they came here with a desire to bounce back. They start hitting threes, and after 3 minutes, I understood there would be this kind of game. Weitere Fragen? Wenn nämlich der Fall ist, danke schön. Schönen Abend. Weiter geht's am Donnerstagabend. Das sind fast 3 Tage. Wollen wir morgen spielen? Donnerstag. Lass uns Donnerstag spielen. Donnerstagabend, 20 Uhr, Piräus. Bis dahin, schönen Abend. Ciao, servus. Rose Bamberg TV. Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories.